hier ist wieder Alex von Aquifil Zimmecke. Und ja, fangen wir jetzt mal an hier mit den weiteren Mediabook-Unboxings. Ich mache hier mal so ein bisschen Bambule, damit das Ding hier aufgeht. Und zwar The Nightingale. So. Ja, man merkt erstmal hier wieder, wir haben hier so ein Stülpi drum. Finde ich ja mal ganz schön. Besser, als wenn man diesen Flatschen hier direkt draufhaut. Und ich finde das Cover Art sehr gelungen. Sieht sehr cool aus. Wie gesagt, zum Film selbst kann ich noch nicht viel sagen. Es ist halt ein Period Piece, das in Tasmanien 1825 spielt. Der zweite Film von Jennifer Kent. Und ja, wie gesagt, irgendwo war Babadook meiner Ansicht nach klasse. Aber die schauspielerischen Leistungen, so gut sie waren, die beiden Hauptcharaktere gingen mir auf die Nerven. Ich hoffe, das wird bei dem halt besser. Aber gut, wie gesagt, es sieht einfach schon mal sehr schick aus. Und ich sag mal, allein dieses Cover hat mich davon überzeugt, sowas denn nicht digital zu holen. Naja, oh, das knatscht schon. Naja gut, gucken wir erstmal in das Mediabook hinein. Ja, wilde Einflieser-Action. Ich fange dieses Mal, kacke dreist, doch mal mit den Special Features an. Und zwar haben wir im Kontext eine kreative Reise durch den Film mit Interviews von Cast und Crew, ca. 28 Minuten, Making-of mit vielen Szenen vom Dreh, Kinotrailer und das Booklet. Also klar, nicht unendlich viele Specials, aber halt ein ja, sehr schönes Mediabook, ne, äußerlich erstmal. Ne? Jetzt will die Kamera hier nicht so ganz. Gucken wir mal rein. Oh, das knackt. Ah, das mag ich ja gar nicht, wenn das so knackt. Gut, hier der Film auf Blu-ray. Ne, springen wir mal zurück. Hier denn der Film auf DVD. Ganz klassisch also. Ne, und außer, dass das hier so ein bisschen... Ja, jetzt knackt es nicht mehr so. Das ist schon mal gut. Schrei nach Rache. Ja, oh, das ist hier ne, schwer umzublättern. Erstmal so ein bisschen schöne Bilder. Die Rache ist mein, The Nightingale. Ne, eine Charakterstudie. Und das ist dann ne, Stefan Jung. Ja, hier dann erstmal einiges an Text zum Film, Fleisch und Blut, Gegengewalt. Ne, da ist ja aber, so wie ich das verstanden habe, auch ein etwas anderer Take auf das Rape-and-Revenge-Genre ist. Na, man darf gespannt sein, gerade in den Händen von Jennifer Kent. Ne, sieht auf jeden Fall hier die Darstellerin schon sehr mitgenommen aus. Ne, tragische Ereignisse. Ja, also wie gesagt, ist hier ein bisschen Flufftext, der ja ein australischer Western, der hier dann wirklich so ein bisschen was zusätzlich zum Film beschreibt. Ja, ne? Müsste ich mir mal durchlesen, den Text habe ich bisher noch nicht getan. Naja, also das Booklet besteht halt wirklich aus diesem Text, ein, zwei netten Artworks, ist recht minimalistisch gehalten. Passt vielleicht auch so ganz gut zu dem Film. Und das ist natürlich bei irgendwelchen alten Klassikern immer schöner, noch tausende Anekdoten zu bringen. Aber na gut, das Booklet ist halt eine nette Dreingabe. Wichtig ist hier, dass natürlich das Ganze an sich sehr cool aussieht erstmal. Ja, der nächste Faktor ist natürlich die ja, Beschaffenheit des Mediabooks. Und es ist, was ich ja häufig kritisiere, dieses klassische Mediabook. Es fühlt sich ne, einfach wie folierte Pappe an. Und... Ja, es knackt jetzt doch wieder so ein bisschen. Das ist immer nicht ganz so meins. Also wirklich hochwertig oder atemberaubend ist das Ganze jetzt nicht designt. Vom Inhalt an sich auch nicht wirklich weltbewegend. Kommt jetzt tatsächlich drauf an, wie der Film ist. Ich muss ihn halt noch schauen. Und naja, was dieses Mediabook ne, als Ausgabe an sich oder als Release an sich natürlich wirklich richtig schön macht, ist, dass das Mediabook sehr geil aussieht. Auch wenn es sich jetzt nicht so hochwertig anfühlt. Und auch der Inhalt jetzt nicht überragend viel ist. Aber na gut. Wie gesagt, ich bin mal auf den Film gespannt. Da kann ich dann vielleicht eher noch was zu sagen, ob dann auch ich sag mal, der Aufpreis für an sich hübsch aussehendes Mediabook mit einem coolen Coverdesign, was glaube ich aber auch bei der Armory drauf ist, ja, ob sich das lohnt. So, das war's. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, hier habt ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Videos, eine Empfehlung von YouTube und ja, eins meiner neuesten Videos auch noch zum Anschauen, um die Zeit zu überbrücken. Also, viel Spaß noch.